Guten Morgen, YouTube. Guten Morgen kann ich diesmal wirklich berechtigt sagen, denn es ist 1 Uhr 18 und schon der 31.12. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein Video mache, weil es wird, weil es das letzte Video in diesem Jahr wird, offensichtlich. Und ich wollte mich nochmal explizit bedanken dafür, dass der Adventskalender dieses Jahr noch funktioniert hat, dass sich so viele Leute gemeldet haben, sogar wesentlich mehr als gebraucht wurden. Und das fand ich schon ziemlich knorke. Und dass das noch so funktioniert hat, war richtig klasse. Und deswegen wollte ich mich nochmal bedanken. Das habe ich jetzt schon zigmal gesagt. Aber jetzt wollte ich nochmal ein anderes Thema einschlagen. Ich habe nämlich in einem vorherigen Vlog schon erwähnt, dass ich dieses Jahr schon den Lego-Film hochladen wollte. Es ist mir nicht gelungen, aufgrund zweier Dinge. Erstens, ich war ziemlich faul, da muss ich mich entschuldigen. Ganz schlecht. Und zweitens, die Uni hat mich gefordert. Ich meine, 2011 war schon ein recht schönes Jahr. Abiball war super. Ein gutes Abitur habe ich, finde ich, gemacht. Hergestellt, oder wie man es auch nennt. Und die Uni habe ich mir ein bisschen gechillter vorgestellt. Stattdessen wird reingehauen wie sonst noch was und mal schauen, was sich da ergibt. Aber ganz klasse. Und weil ich noch nicht zum Lego-Video gekommen bin, weil auch wegen der Uni, wollte ich euch mal so eine kleine, keine Vorschau, aber ich wollte euch mal das Set zeigen, wie das so aufgebaut ist. Hier saß nämlich die ganze Zeit auf meinem Stativ. Das benutze ich manchmal. Ansonsten benutze ich eigentlich eher mehr dieses kleine Stativ hier mit das hier als Anhöhung voll mit, also so eine Box mit Kompass, Reisen und so alles, damit ich immer so präzise und von ganz nah Aufnahmen machen kann. Das Set sieht relativ klein aus. Ihr seht eine kleine Plattenreihe. Hier sieht man noch vom letzten Take einen Panzer. Der kommt auch vor, kleiner Spoiler. Als Hintergrund das altbekannte ZDF. Das habe ich immer noch nicht weggeschmissen. Das ist so alt und eigentlich total schlecht gemacht. Pappe mit ein bisschen Papier drauf gemalt. Fertig. Manchmal überlebe ich nicht. Ja, auch nur, weil ich hier meinen Klapprechner habe mit ordentlicher Musik à la YouTube. Beleuchtung Nummer 1. Beleuchtung Nummer 2 von oben. Im Hintergrund sieht man noch so ein paar Lego-Viecher. Unten staut sich dann noch ein paar Restposten. Oh, Terpentin. Hm. Hier noch ein paar andere Sachen, Lego-mäßig. Das Skript, das darf natürlich nicht fehlen. Mit den ganzen Notizen und der Mission Finanzheck, der da rumliegt. So sieht mein Arbeitsplatz momentan aus. Und ich kann euch sagen, ich bin fleißig dabei, noch weiter zu drehen. Ich habe in den letzten 3 Tagen mehr als 700 Bilder geschossen. Ich glaube, hoffe, das wird noch etwas. Vielleicht kommt es ja im Januar hoch. Ich weiß nicht ganz. Aber wir hoffen es mal. Ich denke mal, dass das in Ordnung so ist. Tut mir leid, ich habe mein eigenes Limit ja wesentlich überschritten. Ist schon ziemlich doof, aber ich denke mal, dass es noch klappt. Man sieht sich, ne? Tschüss.